Jo, grüß euch Leute, mein Name ist Jack und ich möchte mich gleich mal für zwei Sachen entschuldigen. Erstens, das ist mein Dialekt, ich komme aus Oberösterreich, ich glaube mehr braucht man gar nicht dazu sagen. Ich hoffe, es könnt mir trotzdem halbwegs gut verstehen. Und das zweite ist die Aufnahmequalität meiner Stimme. Ich weiß nicht, ich habe dasselbe Headset wie der Montana Black. Aber bei mir hört sie sich irgendwie so an, wie wenn einer 1944 ins Radio geschrien hätte. Keine Ahnung warum. Aber um das geht ja alles nicht. Wir machen einen Bloodborne Arcane OP Run. Warum mache ich das Ganze? Ja, es hat folgende Gründe. Bloodborne ist meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, meine Oma, mein Opa und meine Religion gleichzeitig. Ich habe das Spiel so oft durchgespielt, ich glaube, das wollte ich gar nicht wissen. Und ich höre immer wieder Stimmen, ja, Arcane ist für Einsteiger absolut unmöglich. Ja, es stimmt. Die besten Spells, also Zauber und die Waffen, bekommt man erst im Late Game. Aber es gibt natürlich Wege, dass man die auch eventuell schon früher bekommt. Zumindest ein, zwei Produkte, wenn ich mal so sagen kann. Und genau das ist das Ziel, weil es ist weder Cheesen, nur sonst was. Man muss einfach nur wissen, wie. Ja? Und genau das will ich euch mit diesem Run dort sagen, wie ihr im Early Game mit Arcane schon so richtig reinfetzt, sodass das nicht das Schwerste ist, sondern mit Abstand die leichteste Art und Weise Bloodborne durchzuspielen. Ja, es ist einfach so. Aber ich würde sagen, ich erkläre später mehr, jetzt starten wir einfach mal ein neues Spiel. Oh ja. Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Und, das habe ich vergessen zum sagen, um das Ganze wesentlich spannender für euch und für mich zu machen, bei jedem Tod, den ich in diesem Run erleide, wird für irgendeinen Abonnenten von meinem Kanal eine Kiste Bier von mir persönlich spendiert. Also jedes Mal, wenn ich stirb, gibt es für einen Abonnenten eine Kiste Bier. Das wird zufällig dann ausgelost. Das ist auch keine Werbung oder sonst irgendwas, weil ich habe gerade mal 35, 36 Abonnenten. Da geht es einfach um das, dass es ein bisschen eine Challenge für mich auch ist und dass ihr auch ein bisschen einen Spaß dabei habt. Und das kann mir schnell gehen, dass es alle miteinander eine Kiste Bier kriegt, weil bei 35, 36 Leuten geht das einmal schnell. Und das gilt natürlich auch für diejenigen, die was dann nicht dazukommen im Laufe des Let's Plays. So. Und ich werde sehen, mit diesem Run werden wir die Bosse nicht nur besiegen, na, wir werden sie zerpflücken. Zerpflücken werden wir die Bosse, ja, weil das einfach so dermaßen heftig ist, Arcane. Es gibt einen Boss, der was wirklich eine harte Nummer ist und spätestens da hat jeder von euch eine Kiste Bier. Und das ist der Logarius, weil der ist für ein Arcane-Bild ziemlich, ziemlich ungeeignet, weil der einfach unendlich schwer ist. Darum nennen wir uns auch Logarius Logrius. Ja, da müssen wir ein bisschen was ändern nochmal. Logrius heißt er nicht. Er heißt Logari. Das habe ich mich schon wieder verschrieben. Das fängt eh schon super an. So, Logarius Junior. So nennen wir uns. Weil dann kann ich wenigstens sagen, wenn ich beim Logarius stirb, nein, ich möchte den Papa nicht töten, ist doch mein Papa, den möchte ich nicht umbringen. Da kann ich mich auf das wenigstens ausreden. Ne? So, also Herkunft gibt es natürlich nur eine Option. Das grausame Schicksal fängt mit 14 Arcane an. Und unser Ziel ist es, wenn wir das DLC ja natürlich auch dazu spielen,
dass wir, wenn wir beim Koss sind und beim Lawrence, dass wir 99 Arcan haben. Ich brauche 16 Stärke, 20 Vitalität circa. 16 Stärke aus dem Grund, weil ich das Mondlichtschwert eines Tages einmal tragen will. Ja? Also nehmen wir das grausame Schicksal. Aussehen habe ich natürlich auch schon vorbereitet, weil genau so stöme ich in Logarius sein Burm einfach vor. Darum nehmen wir den und wir starten. Los geht's. Und nach der Cutscene jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte für die Neueinsteiger in Bloodborne wenden. Ganz wichtig. Es liegt mir am Herzen einfach. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal das an. So, Prost, Prost auf euch Leute. Red, gell? Prost. Also schöne Grüße gegen einen Red, du weißt Bescheid. Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. So, guten Morgen, Logarius Junior. Das Erste, was wir dann die depperte Haum übernehmen. So, und jetzt ein paar Worte für die Neueinsteiger. Ich bin ja auf unzählige Plattformen in die Gruppen Deutschland, Amerika, USA, ist das gleiche, wurscht. Und ich sehe immer wieder, wenn ein Neuling einen Erfolg postet, dass da abwertende Kommentare oft kommen. Ja? So, ja, lame oder das weiß doch eh schon jeder, bla bla bla. Folgendes. Genau die Leute, was die schreiben, sind beim ersten Mal, wie es Bloodborne gespielt haben, so hart durchgenommen worden, dass sie bis heute nicht Hooker kennen. Ja? Weil jeder hat mit Lore angefangen. Und natürlich begeistert mich das jetzt nicht auch unbedingt, weil ich habe Bloodborne schon über 25 Mal durchgespielt und das ist keine Lüge. Aber für euch persönlich ist das ein Bombenerfolg und Bloodborne ist am Anfang einfach extrem schwer. Ich will gar nicht wissen, wie oft dass ich gestorben bin bei meinem ersten Run. Drum lasst euch bitte für solche Kommentare, Argumente oder sonst irgendwas überhaupt nicht beeindrucken. Postet das, was ihr erreicht habt, haut Videos rein, auch wenn das schon jeder kennt von die Bloodborne-Veteranen. Es ist euer Spiel und ignoriert die Idioten und lasst euch von die Idioten einfach die Spiele zusammenhauen. Das hat einfach jetzt einmal raus müssen. Und ja, jetzt kann natürlich Folgendes passieren, dass einer von euch schon die erste Kiste Bier kriegt. Weil jetzt muss ich gegen den Wolf da kämpfen, darf natürlich nicht sterben und hab nicht einmal Waffen. Wird aber nicht passieren. Mit viel Glück haben wir Scherbe. Na, nur drei Fiolen, aber nehmen wir natürlich auch gerne mit. Nochmal zwei Fiolen, perfekt. Und wir werden auch nicht, also ich persönlich werde da jetzt nicht durchrushen. Ich werde wirklich an hochprofessionellen, sage ich jetzt einfach mal, Run machen, an Arcan. Run, weil am Schluss wollen wir 99 Arcan und das geht ja sowieso nicht aus, wenn man einfach durchrusht. Wir werden die Gebiete clearen und wir werden die Bosse zerpflücken. Immer wieder sensationelle Aussicht, also Bloodborne. Ist ja, also ich habe jedes From Software Game auf Platin und ich muss wirklich sagen, Bloodborne ist mit Abstand mein absolutes Lieblingsspiel. Danach kommt Demon's Souls und dann kommt Dark Souls 1 und Sekiro und Dark Souls 2
sind super Spiele, aber sind für mich eher die schwächsten der Reihe. Das ist so meine Reihenfolge. Jetzt gehen wir in den Traum des Jägers und holen uns unsere Starterwaffen. Also Bloodborne und Demon's Souls, absolute Top-Games. Gibt fast keine besseren Spiele von der Atmosphäre her. Jeder, was Demon's Souls noch nicht gesagt hat, kauft sich eine PlayStation 3 und spielt das Spiel. Es wird es nicht bereuen. Die Cutscenes werde ich übrigens immer laufen lassen, dass ein bisschen eine Atmosphäre aufkommt. Oder? Grüß dich, küss die Hand, schöne Frau. Grüß Gott. So, die Starterwaffe. Was kann ich empfehlen? Definitiv gibt es für mich nur eine Option. Jägeraxt skaliert ein bisschen mit der Kahn und ist einfach, weil wir eben so wenig Stärke haben. Wir gehen, wie gesagt, nur maximal auf 16 Stärke, damit wir später mal das Mondlichtschwert führen können. Ist einfach das die beste Waffe, weil die einfach eine unglaubliche Reichweite hat. Gleich ausrüsten und aus Pistole, der Glaspistole und dieses Notizbuch. Und jetzt tauchen wir uns an, was dieser alte Knacker da zum Sagen hat. Jeder weiß, wer das ist, aber trotzdem. Ihr müsst der neue Jäger sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin Germen, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Seht einfach los. Und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Und genau das machen wir jetzt da. Wir ziehen los und erledigen ein paar Bestien. Gehen zurück und zwar nicht ins Zentrum, sondern ins Krankenzimmer. Denn da können wir schon den ersten NPC anquatschen. Eine nette, nette Lady. Zwinkersmiley. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir sehr leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid. Richtig. Aber ich kann nichts machen. Bitte, mehr kann ich nicht für euch tun. Na, immerhin, ne? Ist eine Heilung. Geht jetzt und Weidmanns Heil. Ja, auch dir, Weidmanns Heil. Und jetzt gehen wir nach Zentrum von Janam und zerpflücken das Gebiet. 100%ige Säuberung. Wir brauchen jede Blutfiole, jedes Blutecho. Und wir brauchen vor allem jede Blutscherbe. Also jede Scherbe zum Leveln der Waffe. Übrigens, wir bekommen dann. Nice. Erzähl ich dann gleich später. Morgen. Morgen, habe ich gesagt. So, erste absolut wichtige Sache. Molotov Cocktails. Die skalieren extrem gut im Early Game mit Arcan. Und das werdet ihr beim ersten Boss sehen. Für den ersten Boss kann ich nur empfehlen, behaltet euch 4 Molotov-Cocktails auf. Den Rest könnt ihr verballern, was wir jetzt noch 4 bitte für den Boss aufbewahren. Es genügen eigentlich 3, ja.
aber zur Sicherheit 4. Die rüsten wir gleich mal aus. Bam, 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 bam. So, absolut wichtig, da drinnen lebt Gilbert und mit dem müssen wir jetzt den ganzen Dialog durchreden, um später von ihm unsere erste richtig starke Arkanwaffe zu erhalten. Darum machen wir das jetzt. Oh, ihr müsst ein Jäger sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder. Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Janam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Diese Stadt ist verflucht. Was auch immer ihr vorhattet, ihr solltet schnell von hier verschwinden. Was auch immer man hier finden kann, es bringt mehr Schaden als Nutzen. Bleichblut, sagt ihr. Nie davon gehört. Aber wenn ihr am Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der heilenden Kirche versuchen. Die Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung und alle Arten von Blut. Hinter dem Tal, im Osten Janams, liegt die Stadt der heilenden Kirche. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte große Kathedrale. Der Geburtsort des besonderen Blutes der heilenden Kirche. Wie es heißt. Janamiten teilen nicht viel mit Fremden. Normalerweise würden sie euch nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, aber heute Nacht ist die Jagd. Das könnte eure Chance sein. Ja, und genau diesen Dialog müssen wir führen, um später eben diese Waffe zu erhalten. Da mal Kiesel, rüst mal aus, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. So, hört ihr, Kollege? Schon, jetzt sieht man gleich, warum die Axt einfach die beste Startwaffe ist. Jetzt triggern wir die ganzen da hoch. Und das kostet nur mit der Axt, ne? Riecht wie ihr. So. Dieser fette Klops da drinnen, den werden wir natürlich auch besiegen. Jetzt ist zwar super zum Parieren, aber wenn der Parry daneben geht und der hittet mich hart, dann ist Ende im Gelände. So, da holen wir uns jetzt die nächsten Molotow-Cocktails. Unendlich wichtig. So, guten Morgen. Und wir erhalten unsere erste Blutsteinscherbe für Waffen-Upgrades. Wie gesagt, bitte, bitte, bitte nichts in die Axt investieren. Alles dann für die andere Waffe, die wir von Gilbert bekommen, aufheben. Ihr haut zu, passt eh. Nochmal, oder? So. Da war doch nur wer. Danke sehr. So. Klassiker.
Netter Versuch. Immer wieder lustig. So, jetzt müssen wir Schnöse. Und den da killen. Da kommt eine kleine Meute hoch. Die was gar nicht so gleich ist. Naja, ich mache nicht lange, ja stimmt, ich mache halt ca. 40 Minuten, aber ich mache auf jeden Fall länger als du. So, wen können wir da noch triggern? Den auf jeden Fall. Den hauen wir. 5 Kugeln nehmen wir gerne. Kugeln sind sowieso für Arcane-Spieler das Wichtigste, weil jeder Zauber verlangt Kugeln ab. Und das Beste ist, den ersten Zauber, was wir finden, der braucht nur eine Kugel. Der braucht nur eine Kugel und das ist ganz gut. Du zermalmst also mein Hirn. Zickzack laufen wegen der Schüsse. Hat gut funktioniert. Schon wieder gut, ja. Aber kein Problem. Perfekt gelaufen, perfekt gelaufen. So, Hundi, mach mal Drop Attack auf dem Hundi und sehen wie geht's. Perfekt. Sind wir eigentlich eh noch mit denen offen da. Ja, läuft ja ganz gut, läuft ja gut, aber... Servus, wir sehen uns in circa 30 Sekunden. Und zuerst looten wir da natürlich noch das Kaltbluttau. Die Kugeln lassen sich auch nicht entgehen. Nein, da ist er nicht. Da kommt jetzt die zweite Scherbe. Äußerst wichtig. Blutsteinscherbe. Und nochmal 2 Fiolen und ja. Die Damen da drin haben ja einen Spaß. Die ganze Stadt weint und die lachen, die tanken mir extrem. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, ihr armes, armes Ding. Und da lachen sie. Nein, die tun wir. Denen ist alles wurscht. Denen ist zum Beispiel wurscht, dass da rechts ein reiner Kahlmond steht. Und dass da links Fegeln ohne Haxen miteinander fliegen. Das ist denen alles wurscht, ja. Die haben ja ein Bier und einen Wein. Und jetzt holen wir uns die Ölurnen. Perfekt. Kiesel. Jetzt legen wir uns mit dem bladen Hund da. Na komm her, Dicker. Zeig mir, was du kannst. Bitte. Na so nicht, das mag ich nicht. Dies mag ich gern. Zwei Fiolen. Molotow, sehr geil. Und
die Fackel. Dazu sei gesagt, die rüsten wir uns natürlich aus, ja. Aber die beste Fackel, und das ist die Jägerfackel, die kriegen wir in Altjanam. Und wir werden auch, bevor wir den Kathedralenbezirk machen, noch Altjanam gehen. Das komplett clearen. Die bluthungrige Bestie dann besiegen. Und dann sparen wir uns nämlich die 10.000 Blutechos für diesen Schlüssel, den was man da braucht. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch alles wichtig. So, jetzt kommt dann ein bisschen tricky Stelle, sage ich einfach mal. Bisschen tricky. Weil da einige Hunde am Start sind. Zack und zack. Hoppala. Jawohl, da kommt der nächste, es ist perfekt. Und jetzt flüchten, 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 flüchten. Na komm. Komm. Das war jetzt schlecht natürlich. Aber insgesamt kein Problem, die ganze Gaudi da. Ja, der will mir in die Goschen schürzen. Aber ein Hund müsste da umeinander greifen, oder? Na? Alles erledigt! Super, super, super! So, dann. So, ja. Ja genau, jetzt kommen die Wölfe. Und die werde ich sowas von wegschießen. Das sage ich euch gleich, weil ich will nicht sterben. Geht ja um Biere. Nächste Scherbe. Und an die Wölfe werden wir uns elegantest vorbeischleichen. Und zwar so. So, zuerst mit dem da platt machen. Dann kommt der zweite eigentlich einer, oder? Jo. Und da hinten haben wir noch einen dritten Kollegen. Perfekt. Blutfiole, Kaltbluter und the cheesing is beginning. Juliano, ne? Und tschüss, Kollege. Tschüss, Kollegen. Blutfiole. Ah, wieder leider keine Scherbe dabei. Macht nichts. Backstep. Perfekt. Perfekt. So, da war mir Opa. Der droppt übrigens jedes Mal 4 Kugeln. Peaks und bam. 4 Kugeln, ideal. Jetzt machen wir die Tür auf. Holen wir uns die nächste Scherbe. Was war das, Kollege? Warum springst du mir im Schädel? Das versteht auch keiner. Und geniales Level-Design à la Dark Souls 1. Wir sind wieder beim Gilbert und haben somit den Super-Shortcut in dem Gebiet freigeschaltet. Aber wir haben einen weiten Weg vor uns. So, jetzt kommen die Dicken. Da frage ich mich, soll ich die parieren oder so? Ist einfach so mit der Axt erledigen, weil ich will mir eigentlich die Kugeln aufsporen. Ich probiere es einfach mal mit der Axt. Das ist halt eher unspektakulär. Mhm.
Oh, der hat mich fast gehabt. So eine Sau, so eine Sau. Jo. Schmaler Grat zwischen Tod und Leben. Ja, mit dem Parieren war es leicht, aber ich will die Kugeln nicht verdauen. Ja, mach das, das ist passend. Perfekt. Und einmal noch. Da geht auf die Knie. Perfekt. Jetzt holen wir uns, also jetzt machen wir da das Deal auf. Das ist, dass die Orientierung nicht ganz verliert. Da ist der Opa gesessen mit, also der, die Kugeln. Und jetzt holen wir uns da der Kaltbluttau in dieser Schlucht. Und jetzt wird schon dann, jetzt kommen wir schon in die schwere Gegend, kann man sagen, und zwar in die Kanalisation. Zuerst machen wir die Hunde da noch Platz. So, wo ist der, was ausgekommen ist, anwesend? Dieser Hund ist aktuell nicht erreichbar. Das beunruhigt mich gerade ein bisschen, weil wo ist der? Der hupft nun mal da raus. Wo ist denn der? Das ist nicht der, da ist auch noch einer, aber das ist noch ein dritter. Schnauze. Ich meine, ich bin Tierfreund, aber jeder weiß, Hunde in FromSoft Games, absolute Katastrophen. So, du bist da daheim. So, ihr seid ein Jäger, nicht wahr? Und, tja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Na, eigentlich nicht, ne? Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würdet ihr Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen, hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Naja, ich weiß für nix. Ja, ich hätte es wissen müssen. Ja, ja. Ihr seid zu nichts Nutze. Das ist richtig. Ihr habt keinen Respekt vor dem Alter, das ist es. Ja, diese Fremden sind wirklich gut für uns. Na los, gebt es zu. Ihr haltet uns doch alle für verrückt. Ach, verschwindet, was soll's. Ich kenne alle eure Tricks. Na, und es so ist, dann Papa. Das ist ein NPC, den kann man später, aber eher unwichtig, aber wir werden es trotzdem vielleicht machen. So, aber da drinnen ist ein sehr, 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 sehr wichtiger NPC. Aber zuerst werden wir sich diesen Freund hier entledigen. Jawohl, bitte Scherbe, ne, Fiole. So, und jetzt ganz, ganz leise. Weil das ist ein böser Doggy. Der hat nämlich einen Speer. So, das war's mit dem. Da ist noch ein Schütze. Die droppen übrigens immer Kugeln. 100%ige Sicherheit. So, jetzt haben wir mit den Typen da erledigt. Jetzt laufen wir zurück zum NPC. Sehr wichtig. Weil das ist die erste richtig große Questline. Die kann man sehr schnell versauen. Vorsichtig. Da steht sie, Eileen die Krähe. Oh, jo. Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier, ein Begrüßungsgeschenk für den neuen Jäger. Hey, danke, Esspapier, super. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr.
Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Okay. Ihr seid noch immer hier? Was ist los? Ein Jäger, der sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Und die Geste, Umhang loswerden. Übrigens, die Olivers Platin jagen wollen, absolut irrelevant, die Gesten. Was macht ihr eigentlich? Genau, so, somit haben wir die Quest eingeleitet. Und wir können ja gleich mal, das sagt es glaube ich jetzt nicht, aber das Umhang loswerden reintun. Das ist so, naja, so prollig, so auf gut Deutsch, so, ich bin ein Plattformprofi und die Neulinge sind alle schlecht. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Hier weg. Jetzt müssen wir da die Leichenteile da runterschlagen. Okay, das ist mir ganz gut gelungen. Ein Kaltbluthaar. Da haut es mir meistens auf die Goschen. Auch gut gelungen. Jetzt die Entscheidung, was wir uns zuerst holen. Mit allen Plumpsen zu dem offen da. Kommst her. Jawohl, eine Scherbe droppt dieser super Wolfsaffen-Mensch. So, wir schauen uns da kurz um. Da noch irgendwas liegt. Nö, da waren wir schon. Das heißt, wir droppen uns auf eine Seite. Aber sicher nicht da, weil da sind so viele Ratten. Und Ratten in dem Spiel, die können auch sehr, sehr heimtückisch sein. Sehr, sehr heimtürkisch. Gehen wir da runter. Da ist eine Korne. Da ist, glaube ich, eine drinnen. Jo, das ist kein Problem. Und da sind natürlich schon drei drinnen. Oder zwei. Und irgendwie haben die Wurfmesser als Drop. Also wer Wurfmesser sammeln will, oh, zwei Blutsteinscherben, herrlich. Dann kann ich nicht umspringen, das geht glaube ich nicht, oder? Ich kann nicht umspringen. Na, das erste Mal probiert in meinem Leben. Was? Jetzt kriegen wir die erste Einsicht und nur so können wir leveln. So, fresst dies, ihr Ratten. Einsicht, also Wissen des Verrückten, das werden wir gleich konsumieren. Jetzt sieht man rechts oben beim Auge, kommt eine 1. Und ab jetzt können wir leveln bei der Puppe. So. Da ist nix. So, das Problem ist, wenn ich da jetzt hochgehe, dann kommt das bitter ausgehen. Muss schnell sein. Die schießen nämlich gleich. Getroffen. Okay. Ein Treffer kann man verkraften. Packt der wirklich in der Wand fest? Was für ein Glück. Down. Cool. Oh, wow, mitten ins Kreuz. Also. Wir laufen eine Runde. Schauen wegen Loot. Ja, ist ein bisschen eine langweilige Folge natürlich, ja, aber das gehört alles dazu.
anderen elenden Bestien. Oui. Müssen wir natürlich noch auf die andere Seite springen. Das machen wir auch noch. Und dann werden wir den ersten Part beenden, aber ich kann schon versprechen, beim nächsten Part gibt es 2 Bosse. Das kann ich versprechen. So, Heilung. Gar nichts riskieren. So, jetzt kommt eine Waffe, die ich normalerweise liebe, aber für einen Arcane-Run absolut kein Verwendungszweck hat. Noch nicht, das ist der Sägespeer, den werden wir super verkaufen. Und liebe Freunde, wir beenden da jetzt, also wir beenden mein Leben. Nein, wir beenden den ersten Part. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen fad, ist klar. Aber es gehört dazu, man braucht jedes einzelne Blutecho, um Arcane Level zu können. Und das nächste Mal, kann ich versprechen, gibt's eine der besten Rüstungen im Spiel und 2 Bosse. Und ich sag bis dahin einfach nur Ciao und danke fürs Zuschauen. Und vergesst nicht, sollte ich einmal sterben, Kiste Bier für irgendjemanden. Ciao, Kollegen.